2 Tonnen Anhängelast hat dieser Trafic hier. Das ist die neueste Generation von Renault Nutzfahrzeuge. Die haben das ja ganz genauso unterteilt, auch wie Volkswagen Nutzfahrzeuge. Wir haben hier die lange Version, also L2H1. Das heißt die kleine Höhe, aber die große Länge, das sind 5,30 Meter. Die kurze Version sind 5 Meter und dazu gibt es auch natürlich verschiedene Radstände hier. Ja, der Trafic hat hier, kommen wir mal gleich mal von vorne hier, haben wir hier einen 145 PS Motor unter der Haube und Renault ging jetzt auch wieder auf größere Motoren. Das heißt, von den bisherigen 1,6 Liter Dieselmotoren, Vierzylinder, sind sie jetzt auf 2,0 Liter Dieselmotoren gegangen, mit jeweils immer rund 20 PS ungefähr, 20 PS mehr Leistung. Und so hat der hier auch ordentlich mehr Leistung. Und das spürt man auch, das werden wir noch sehen. Der geht ganz schön voran. Wir haben hier ein Automatikgetriebe drin, das richtig gut funktioniert, aber natürlich nur Frontantrieb. Aber auch da gibt es ein paar Gimmicks, die man anwenden kann, falls man auch mit diesem Auto mal ins bisschen Gelände oder Schottrige fahren muss. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu automativ.de heute mit einem ganz ungewöhnlichen, oder was heißt relativ ungewöhnlichen für unseren Kanal, Transporter hier. Wir hatten ja auch schon viel Volkswagen-Transporter, haben jetzt auch mal einen Renault-Vergleich hier. Hier auch auf der Langstrecke, hoch von Hamburg runter. Und jetzt wieder hoch, nachher kann man schon einiges damit erreichen und damit sehen, wie komfortabel oder auch nicht komfortabel dieses Auto ist. Und der ist gar nicht so schlecht hier in dem, was er so tut. So, wir haben hier vorne eine leicht geänderte Front. Wir haben hier Voll-LED-Scheinwerfer, die sind zwar optional, aber trotzdem sind die hier verfügbar. Und die Front ist ein bisschen neu designt mit dem typischen Renault-Kühlergrill hier vorne. Sieht einfach ein bisschen frischer aus und ein bisschen ansehnlicher, sodass man in diesem Transporterbereich auch positiv auffällt und eben mit der Zeit mitgeht. Ja, Felgen an der Seite, wenn die Kamera das mal einfangen kann, haben wir hier 17 Zoll. Die sehen ziemlich klein aus, klar, weil das ganze Auto so groß ist. Serienmäßig sind 16 Zoll Stahlfelgen oder 16 Zoll Stahlfelgen mit Radkappen. Die gibt es dann als Option, Radkappen als Option. Und dann gibt es 17 Zoll eben diese Felgen auch optional, damit das ganze Auto auch wieder etwas ansehnlicher ausschaut. Größer geht nicht und auch anderes Design geht auch nicht. Da merkt man auch gleich, man ist im Transporterbereich. Ja, von der Seite, Länge habe ich schon gesagt, hier ist ganz normal auch viel Design in der Karosserie drin. Hier sind die verschiedenen Tankfülleinstutzen direkt hinter der Fahrertür. Kann man mal aufmachen, dann kann man das auch mal sehen. Genau, mit AdBlue, wir haben hier einen Diesel hier und das ist typisch beim Transporter, dass es hinter der Fahrertür ist. Dann dahinter haben wir natürlich keine Schiebetür, die ist auf der anderen Seite, da gehen wir gleich rein und wir haben hier hinten natürlich auch neue LED-Rückleuchten. Dann können wir mal ganz rumkommen hier, dann sieht man das ganz neu oder relativ neu gestaltete Heck hier auch mit einer Doppeltür hier, die man hier jeweils öffnen kann und dann ganz normal, klar, das ist nichts Besonderes. Man kann die Tür aber auch blockieren, die eine, so dass man, wenn man längere Gegenstände hier transportieren will, dass die auch offen bleiben kann. Aber auch das ist nichts wahnsinnig Neues hier. Man kann hier 3-Euro-Paletten hier unterbringen, kann man auch bequem im Gabelstapler reinfahren. Die passen hier zwischen die Radkästen rein. Das ist aber ähnlich auch wie im Volkswagen Transporter. Dann hat man hier hinten noch natürlich die seitliche Schiebetür, da ist ein bisschen Licht rein. Und dann fängt es auch schon an mit den relativ gut gemachten Verzurösen, die man hier für verschiedene Aufbaulösungen und so noch nehmen kann. Und man kann natürlich das ganze Auto auch für entweder medizinische Zwecke umrüsten oder für Bandprojekte oder natürlich auch für frische Transporter, wenn Gemüseladen hat oder auch für den Transport von langen Gegenständen. Also kann man das, diese Klappe hier unter dem Sitz komplett durchladen und dann entsteht nochmal deutlich mehr Laderaumlänge. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Kleines Fensterchen hier, das ist die Wand, die kann man natürlich rausnehmen lassen, wenn man dieses Auto als Doppelkabine bestellt oder sogar mit Fenstern hinten als Familientransporter, aber dann ist nicht mehr ein Transporter, das ist ja klar. Aber das ist hier eine Einzelkabine, wir haben vorne 3 Sitze, werden wir auch noch gleich sehen. Ja, was gibt es hier hinten noch zu sagen? Wir haben einen ordentlichen Boden hier drin, flach, komplett perfekt zum Einladen und robust. Und hier ganz viele Kunststoffverkleidungen, so dass nichts an die Karosserie geht, weil die lassen sich natürlich leichter austauschen als die Metallkarosserie hier an der Seite. Ja, die Ladefläche ist allgemein belastbar. Das Ganze, die Nutzlast liegt hier bei rund 1,1 Tonnen. Das ist schon ganz ordentlich. Und dann noch ein Anhänger hinten dran. Dann kann man das auch schon als ordentliches Gespann hier nutzen. Es gibt noch eine andere Höhe. Klar, noch ein Aufbau für Klimageräte und so. Dann kann man hier auch noch mal, gerade wenn man einen Gemüseladen hat oder eine Fleischerei,
kann man hier nochmal auch verschiedene Klimageräte oben aufs Dach bauen und auch vielleicht noch ein bisschen mehr Höhe rauskriegen. Vorne aber natürlich, die Kabine bleibt immer dieselbe. So, jetzt gehen wir wieder raus und schauen nochmal ins Cockpit. So, im Cockpit, im Fahrerarbeitszentrum haben wir natürlich ganz viele Komfort- und natürlich praktische Nutzfeatures, die wir auch viel von Volkswagen-Nutzfahrzeugen kennen. Hier oben zum Beispiel viele Ablagen, kann man alles hier verstauen, aber keine Ordner zum Beispiel, keine Leitsordner. Wir haben ja auch bei Volkswagen noch, nur zum Vergleich, hier oben nochmal die Möglichkeit, Ordner zu verstauen im Transporter. Zumindest im großen Transporter, das haben wir hier nicht, aber dafür haben wir praktische Gimmicks hier, wie Münzen zum Beispiel, die man da sieht, oder hier eine große Ablage, da kann man auch noch ganz schön viel verstauen. Dann haben wir hier natürlich die Möglichkeit, die Sitze hier nochmal hochzuklappen, da ist auch nochmal Staufläche hier drin, das ist alles ganz einfach, kann man hier nochmal schön verstauen, auch unter den mittleren Sitz hier, aber dann kann man hier noch mal richtig was unterbringen, auch Ordner und so. Das ist gar kein Problem. Und was ich richtig clever finde, wer viel mit dem Laptop unterwegs ist und so, dann kann man den mittleren Sitz hier vorne auch noch umklappen. Ist da unten. Und dann kann man hier seinen Laptop platzieren, noch eine Flasche oder eine Dose zum Trinken. Und dann hier ist alles natürlich aus Kunststoff. Klar, in diesem ganzen Ding ist alles aus Kunststoff, weil günstig und so, logisch, muss man ja machen. Auch im Transporterbereich ist ja kein Luxusgut, aber es ist zumindest praktisch. Man kann hier schön variabel alles so einrichten, damit man sich hier wohlfühlt. Dann klar, Armlehnen zum komfortablen Fahren und Sitze, die sind relativ bequem, auch auf langen Fahrten werden sie nie unbequem. Das ist richtig gut, man sitzt hier so ein bisschen wie in der Lounge. Wir haben ja einen robusten Stoffbezug, auf dem sitzt man auch ganz gut. Das passt hier alles. Das Lenkrad, das ist ein bisschen grob. Das ist natürlich, damit man es auch mit brutalen Handschuhen anfassen kann. Alles ist sowieso das ganze Interieur hier gemacht, damit man es auch mit Handschuhen anfassen kann. Wenn ich mal die Zündung hier anmache, ist hier aber alles trotzdem sehr auf einen Blick ersichtlich. Tankanzeige ist alles sehr analog. Ein kleines digitales Display hier für die Anzeige der Geschwindigkeit und hier in der Mitte haben wir natürlich typisch Renault immer so ein aufgesetztes Ding. Mit dem Multimetersystem hier kommt man klar, es ist nicht das allerperfekteste, die Navigationsfunktion ist natürlich die wichtigste und die funktioniert auch. Das ist natürlich nicht von der Bedienung und so und von der Menüführung nicht das allercoolste und wir haben ja auch keine Klimaautomatik drin, sondern eine reine Klimaregelung hier. Es gibt natürlich auch eine Klimaautomatik, aber ob man die in so einem Transporter braucht, sei auch dahingestellt. Lautstärke hier am Lenkrad nicht zu verwechseln, denn hier hinten ist eigentlich die Lautstärke auch die Funktion mit dem Telefonieren hier, mit der Freisprecheinrichtung. Das ist der Tempomat hier, den man hier an der Seite einschalten kann. Tempomat und Limiter, den kann man hier noch am Lenkrad dann direkt steuern, ganz genauso wie die Sprachbedienung. Aber die Sprachbedienung ist ganz genauso auch wie die Freisprechfunktion von der Qualität sehr mangelhaft. Ja, hier dann das Automatikgetriebe, ist ein Doppelkupplungsgetriebe, funktioniert gut, kann man auch manuell mitschalten, das werden wir auch gleich noch sehen. Ansonsten passt hier drin eigentlich alles, weil es ist alles auf höchste Funktionalität abgestimmt. Und ja, das ist ganz interessant, denn auch preislich ist natürlich super spannend. Das Auto hier für zwei Trafik bekommt natürlich anderthalb oder ein Dreiviertel VW Transporter. Denn hier die Basisversion in dieser Komfortausstattung kostet 30.000 Euro, etwas über 30.000 Euro, so wie der Testwagen hier steht mit all seinen Optionen, auch LED-Scheinwerfern hier und so weiter. Und auch hier das Multimedia-System da drin haben wir ungefähr 35.000 Euro. Es ist also relativ überschaubar. Und was natürlich auch noch toll ist, dass die Wartungsintervalle, die wurden nochmal erhöht auf 40.000 Kilometer oder alle 2 Jahre. Die 2 Jahre waren bislang auch der Fall, aber die 40.000 Kilometer, die sind natürlich neu. So, dann schauen wir mal, wie das Ding hier wieder auf der Langstrecke fährt. Und dazu sehen wir uns dann im Interieur. Mehr oder weniger voll beladen ist er jetzt. Was findet man auch schon für so einen kleinen Umzug, wie ich das hier immer mache, die Sachen hin und her zu karren, aber zumindest mal eine Pflanze und ein paar Fahrräder und so. Dafür ist er natürlich viel zu groß mit der großen Länge, aber immerhin, das Ding ist zumindest ja ein Drittel oder ja vielleicht
ein Drittel voll, die Ladefläche hinten. Ganz witzig ist hier noch, weil Renault ja immer so auf ökonomisch und sehen wir aber auch gleich nochmal, ökonomisch und effizient und so daherkommt, haben wir hier in der Mitte der Tachoanzeige noch so eine grüne LED, die ist normalerweise grün, wenn man unter 130, 135 km/h bleibt, wird dann langsam immer gelb und wenn man dann schneller fährt, die angegebene Höchstgeschwindigkeit ist hier 165 km/h, wenn es mich nicht täuscht, ich habe aber geschafft 180 km/h und da ist allerdings, das sehen wir auch gleich noch, muss ich echt sagen, sollte echt so ein Ding gedrosselt werden, weil die ganze Verwindung und so, Stabilität ist in diesem Auto dann nicht mehr so wirklich gegeben. Bremsen, Fahrwerk, Windanfälligkeit, wenn da Böen kommen und so, dann ist man in dem Ding schon ganz schön am Rudern. Man kennt ja immer diese Fahrer, die dann in solchen Fahrzeugen richtig Kette geben, so wie ich jetzt auch an einem Kurzstück, weil ich es mal ausprobieren wollte. Das halte ich schon für ein bisschen gefährlich mit den Dingern, weil die Bremsen sind einfach nicht so gut wie in einer Limousine oder wie in einem vergleichbaren kleineren Auto, womit man 180, 200 km/h fahren kann ohne Probleme. Aber hier muss ich selbst sagen, das ist schon sehr, ja, sehr grenzwertig hier in diesem Fahrzeug. Ja, also allgemein, hinten die Ladefläche ist jetzt voll. Ich habe auch die Fahrräder schön gesichert mit den ganzen Ösen, die da sind. Selbst in dieser Konfiguration, die ja echt standardmäßig ist, einfach nur eine Ladefläche rein, bisschen beplankt und ein paar Ösen, geht es echt gut, ohne dass irgendwie zu viel hin und her fällt. Da kann man echt schon viel machen mit ein paar Expandern und Zugseilen. Das ist also für den normalen Gebrauch echt gut. Und wie gesagt, für die ganz anderen Fälle dann auch noch, dann gibt es dann auch noch ganz andere Ausbaumöglichkeiten und auch noch eine Höhe, die nicht 1,40 Meter nur ist, so wie hier, sondern auch deutlich mehr. Ja, und bis zu, wenn man die größte Höhe hat, also L2, H2, dann kann man bis zu 8,2 Kubikmeter darin hier hinten laden. Und das ist schon echt viel für so ein Fahrzeug der 3-Tonnen-Klasse. Ne? Weil über 3 Tonnen kommt man ja mit dem nicht bei voller Beladung. Aber da dann dieses Volumen noch aufzubringen, ist echt gut. Was ich jetzt gerade nicht weiß, weil ich es auch nicht ausprobiert habe und auch nicht gelesen habe, ob man durch die Seitentür hinten eine Europalette reinbringt. Ich vermute nämlich fast nicht, aber das muss ich im schriftlichen Beitrag nochmal nachreichen. Ich habe es jetzt eben nicht gefunden und hatte auch keine Europalette da, um das auszuprobieren. Genau. Fahren hier, also klar, man sitzt natürlich hoch, das muss ich Ihnen ja nicht erzählen. Es ist eine total angenehme Sitzposition hier zwischen den ganzen Ablagen, dem System hier in der Mitte. Man sitzt ergonomisch echt richtig gemütlich. Auch mit der Ablage, mit der Armab-Auflage hier an der Seite, die man natürlich verstellen kann, auch hochschieben kann, damit man die Arme ein bisschen freier hat. Aber so kann man richtig gemütlich sitzen. Die Sitzauspolsterung, es ist kein AGR-Sitz hier drin, aber die Sitzpolsterung, gerade im Rücken, gerade in der im Lendenbereich, ist auch super, super angenehm. Und deswegen kann man hier wirklich relativ entspannt lange Strecken fahren. Und das tue ich ja jetzt hoch nach Hannover, Hamburg und mal sehen, wie das dann so hier auf der langen Strecke ist. Runtergefahren bin ich ja schon, das war auch kein Problem. Hoch wird es jetzt auch kein wirkliches Problem sein. Ich werde so bei 140, 150 km/h vielleicht bleiben, ja 100, eher 140, ganz gemütlich. Und dann wird es auch schon passen. Man merkt, in Kurven bleibt der echt stabil und die Lenkung ist echt präzise auch. Das heißt, man muss hier nicht wahnsinnig viel rudern, so wie man es eigentlich immer von so alten Kastenwagen kennt, sondern es ist, wenn man das mal sagen kann, relativ dynamisch hier der Umgang mit diesen ganzen. Die Gaspedalannahme ist auch echt fein säuberlich. Man kann hier schön mit einem ganz feinen Gaspedalfuß noch hier interagieren mit dem Motor vorne und er läuft auch richtig gut. Was mir gleich aufgefallen ist, mit dem Doppelkupplungsgetriebe hier, mit dem EDC, wie es ja bei den Franzosen heißt, bei Renault, da hat er ein richtig schönes Anfahrmoment und man gleitet eigentlich so ein bisschen weg und das ist richtig angenehm. Das kann ich mir auch richtig angenehm vorstellen, wenn man das Ding nicht als Transporter hier nimmt, sondern als Familienauto.
dann hat man damit auf jeden Fall auch einfach ein schönes Fahren, wenn man nicht gerade mit Geschwindigkeiten über 150 km/h geht, dann passt das wirklich echt gut. Und auch, was man auch sagen muss, das hatte ich auch vergessen, als ich draußen stand, aber ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt, die ganze Verarbeitung, also im Interieur kommt es nicht an Volkswagen ran, gerade hier auch die Spaltmaße da oben mit der Ablage und so, das ist schon nicht Volkswagen-Qualität, aber ist die Frage, ob man es in dem Transporter auch so wahnsinnig piekfein mit allen Fugen und Spaltmaßen braucht. Aber die Karosserie draußen und so die ganze Verarbeitung auch innen drin im Kasten, also auf der Ladefläche hinten, die ist richtig gut. Die Verarbeitung und so, die ganzen Fugen, die ganzen Fensterflächen, das passt alles richtig gut und gefällt mir. Das ist man auch ehrlich gesagt nicht so ganz krass gewöhnt von Renault. Und auch wenn das hier ein Pressetestwagen ist, wo nochmal vielleicht der ein oder andere Spalt nachgezogen wurde manuell, bin ich mir relativ sicher, dass das auch in den normalen Fahrzeugen im Verkauf so ist, dass die hier richtig gut arbeiten. Und das finde ich gut. Das Auto kommt jetzt aus Frankreich, genau, wird also nirgendwo im Ausland oder in, keine Ahnung, fernen asiatischen Ländern gefertigt, sondern es ist ein Renault und dieser Renault kommt aus Frankreich, wird in Frankreich gefertigt. Das ist auch richtig wichtig. So, und jetzt auch auf die Autobahn drauf fahre ich auch ein bisschen langsamer, weil ich habe ja Ladung hinten drauf. Ich bin auch schon schneller gefahren, die Kurven mit dem Auto hier, und auch das geht relativ gut, denn das Fahrwerk ist gut abgestimmt, auch wenn man Bodenwellen, Schlaglöcher und so schon in der Karosserie hört und spürt. Das schlägt ziemlich stark ein immer, aber das passt alles trotzdem ganz gut. Das ist nämlich sehr angenehm. Auch jetzt dieses Beschleunigen hier raus vom Beschleunigungsstreifen ist sehr angenehm, mit diesem Fahrzeug hier umzugehen. Ja, die verschiedenen Optionen. Lichtpaket zum Beispiel. LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlichtfunktion sind sogar serienmäßig in der Komfortvariante. Den gibt es ja auch noch in einer geringeren Variante, da wo die Scheinwerfer optional sind. Und ich würde immer mittlerweile bei so viel Verkehrsaufkommen, bei tendenziell höheren Geschwindigkeiten, die man fährt und so, immer auf das LED-Licht gehen. Vorne einfach, um komplett sicher zu gehen, dass man alles sieht in der Nacht. Gerade wenn man viel Überland unterwegs ist, was man ja oft ist mit diesem Lieferwagen. Und klar ist es in diesem Business, in diesem Lieferwagen-Business mit Zustellungsservice und so, kommt schon auf jeden Euro drauf an, aber es kommt auch darauf an, auf seine Mitarbeiter und auf die beste Sicherheit, die man hier garantieren kann. Und das Auto ist super, hat eine echt gute Umsicht, gerade mit der Frontscheibe, die relativ weit nach unten geht und so, und den großen Seitenscheiben. Auch nach hinten sehe ich gut raus durch das Fenster hier in der Mittelwand und durch das große Fenster ganz hinten in den beiden Türen. Das heißt, die Umsicht ist super. Wir haben hier eine Rückfahrkamera drin, die würde ich auf jeden Fall auch immer nehmen. Denn gerade beim Rangieren und so in engen Gassen in der Stadt und so ist, wo der Lieferwagen ja auch oft unterwegs sein kann, ist man einfach darauf angewiesen. So, weitere Optionsausstattung, Klang- und Klimapaket mit Medianav. Also Klangpaket weiß ich jetzt nicht, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass Klangpaket, dass hier ein Klangpaket auch noch drin ist, weil die Lautsprecher sind wirklich die schlechtesten, die ich jemals in irgendeinem Auto gehört habe, glaube ich zumindest. Zumindest in den letzten 2 Jahren. Und da klingt eigentlich gar nichts. Aber so zum normalen Hören, ja, na gut. Und ich habe vorhin schon angesprochen, die Telefon-Freisprecheinrichtung ist auch sehr schwierig hier in diesem Auto. Man versteht nicht so wahnsinnig viel. Also das ist nicht der absolute Hammer. Und was haben wir noch? Hier drin Laderaumschutz, Holzboden, Kleiderhaken, Seitenverkleidung halb hoch, das hatte ich vorhin angesprochen, das ist nämlich optional, kostet 390 Euro Laderaumschutz und so, das braucht man auf jeden Fall. Mobiles Büropaket, ja, das habe ich hier gezeigt, das ist die Mittelarm, also der mittlere Sitz, dass der hinten auf seiner Rückenfläche, also erstens, dass er klappbar ist und dass er auf seiner Rückenfläche noch diese Laptop-Vorbehaltung, also den Vorbehalt hat, finde ich auch wichtig, gerade für die, die mit dem Laptop viel unterwegs sind, Zustellungen machen und so weiter, kann man auf jeden Fall mal nehmen, kostet auch 350 Euro. So, sind alles Nettopreise übrigens, brutto 416 Euro. Wir sind hier beim Brutto von 42.000 Euro.
Ich hatte vorhin den Nettopreis gesagt, ohne es zu wissen. Sehe ich jetzt gerade nochmal. 35.000 Euro netto sind natürlich 42.000 Euro Bruttopreis. Das ist auch gar nicht so wenig für diesen Renault hier. Deluxe-Paket, Chromverzierungen außen, dann noch geschlossenes Ablagefach auf Beifahrerseite und so weiter. Ist genau, dass man das schließen kann, auch wenn die Qualität nicht so toll ist. Aber auch das kann man sich überlegen, kostet auch 350 Euro netto. Hecktüren unter 80 Grad mit Fenster, die braucht man auf jeden Fall, weil das ist Umsicht und vor allem Ladevermögen und einfach Komfort. Die würde ich auf jeden Fall nehmen, kosten 250 Euro, ja. Und klar, man braucht die 17 Zoll Leichtmetallfelgen für 600 Euro, also 714 Euro brutto nicht. Und die Einparkhilfe für knapp 600 Euro, ja, die würde ich schon auf jeden Fall nehmen, weil wenn nachher eine Delle drin ist, ist es umso teurer. Ja, also allgemein kann man sagen, es ist ein extrem komfortables Auto. Hier hätte ich nicht gedacht, weil ich bin ja auch schon ganz, ganz viel mit VW Transportern gefahren und VW Crafter gefahren und so. Die waren sehr, sehr gut, aber der Renault hier steht eigentlich ihm, auch gerade mit den ganzen Ablagen, die bis zu 90 Liter insgesamt hier im Cockpit ausmachen, Stauvolumen, macht der Renault hier den beiden in puncto Komfort nicht wahnsinnig viel. Also ist er nicht wahnsinnig viel schlechter. Sogar, ich würde sagen, auf einem ähnlichen Niveau, dass der Unterschied bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in der Qualität und so besteht, das ist klar, die Ausarbeitung ist feiner, das ganze Cockpit ist feiner, die Bedienung ist feiner, hier auch das Multimedia-System ist nochmal besser von der Interaktion und so, das ist da schon noch besser, da ist eben der Mehrpreis, der spiegelt sich dann in diesen Armaturen wieder, aber so vom täglichen Umgang als Transporter und so, ist das Ding richtig, richtig gut und auch nicht so wahnsinnig günstig wie hier steht, 42.000 Euro. Die wollen natürlich auch mal noch irgendwie bezahlt werden oder eben geleast werden. Eine letzte Sache, bevor wir uns dann verabschieden, habe ich nämlich vorhin angesprochen, bislang nicht nochmal ausgeführt. Hier an der linken Seite ist ein Schalter, Schlechtwegesystem hier. Das Auto hat ja rein Vorderradantrieb. Wenn man auf Schotterwegen ist und so, gibt es vorne noch ein Differential, ein mechanisches Differential, keine Sperre, aber ein mechanisches Differential, das nochmal bis zu 75% der Kraft an ein Rad geben kann vorne. Das heißt, wenn man auf schwierigem Terrain hier fährt, kann ja durchaus vorkommen, kann man das hier nochmal anschalten und dann agiert die Vorderachse nochmal anders und sperrt sie zu 75%, so wie ich das verstanden habe. Und dann kann man hier mit dem Auto nochmal besser umgehen. Wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, dann Dankeschön fürs Zuhören, für diesen ungewöhnlichen Test und vergessen Sie nicht, hier gleich zu abonnieren, sodass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen können.